Ah, zu früh. Komm schon. Pack. In your face, bitch. Bitch. Hier gibt's nichts Nützliches. Na, das sieht aber schon ganz nützlich aus. Das ist Hilfekasten. Oh, ich krieg immer mehr Gesundheit. Was aber nicht unbedingt wirklich jetzt sehr viel besser sein muss. Scheiße. Okay. Gut, hier ist einfach mal so eine Säule hingebaut. Waren da nicht überall Türen? Offenbar nicht. Okay, dann wieder zur Treppe. Und mit der Treppe wieder eins runter, würde ich mal sagen. Oder? Warte mal, bin ich noch auf dem dritten? Genau. Ich war in dem Duschraum noch nicht. Warum war ich noch nicht im Duschraum? Verdammt. Da muss ich wieder hin. Den muss ich mir noch angucken. Ich will nichts außer Acht lassen, jetzt wo hier Silent Hill sein wahres Ich zeigt, möchte ich natürlich auf alle möglichen Eventualitäten vorbereitet sein. Gut, das ist aber auch abgeschlossen. Ja, hätte ja sein können. Mein Gott, ja, hört auf zu flamen. Ich höre das jetzt in den Kommentaren. Oh, Trollo. Apropos Kommentare. Ich will nicht sagen, dass es mich ankotzt, aber das ärgert mich so ein bisschen. Dass ich bei YouTube sehr viele Kontaktanfragen habe, ja. Der hat dich zu seinen Kontakten hinzugefügt. Möchtest du das auch machen? Ich mache ja prinzipiell dann ja. Ich bin ja ein netter von dem Typ. Ein Speicherpunkt im Treppenhaus. Oh, verarscht mich nicht. So ein Scheiß. Ey, könnte sie vielleicht auf dem Dach sein? Kann das sein? Doch, vielleicht, doch. Na, wir gucken mal. Ja. Wenn ihr mich schon als Kontakt dazu fügt, dann macht doch auch gleich ein Abo, ganz ehrlich. Okay, aufs Dach kann ich nicht, also kann ich nur nach unten. Ich meine, da sehe ich den Sinn irgendwo auch nicht, ne? Also wo ist denn da der Sinn, bitte, wenn ihr einen Kontakt hinzufügt, aber auch nicht gleich abonniert? Ich meine, habt ihr einfach zu viele Abonnenten oder wie? Okay, ich kann nur. Okay. Es wirkt jetzt sehr, sehr linear. Alter! Oh. Nee. Was ist das? Was für ein ekliges. Es gibt also doch einen Keller. Ich hab's gewusst. Alter, dieses Geräusch, ich will hier raus. Okay, wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung, wo muss ich hin? Scheiße. Ey, ich kann die Fahrstelle benutzen. Lass mich hier raus. Alter. Das war jetzt gerade sehr scary. Okay, ich habe mich jetzt echt ein bisschen eingepisst. Und auch nicht aufgeben, ne? Du hast gerade auf irgendwas geguckt, erzähl mir doch nichts. Hm, komisch. Okay, auf jeden Fall kann ich mich offensichtlich jetzt nur von Etagen durch die
Fahrstühle fortbewegen, was mir natürlich nicht unbedingt so gut gefällt. Apropos Fahrstühle, bin ich da noch halbwegs am Le... Nein, offensichtlich nicht. Verwenden. Licht aus, ich hab keinen Bock mehr. Okay. Also dann Fahrstuhl. Zweite Etage. Ich glaube, ich war schon auf der... Okay, jetzt alles von... Okay. Ich glaube, auch hinter mir ist ein Vieh. Ey, ich sag's doch, hinter mir ist so ein Vieh. Okay, und los geht's, von ganz hinten. Und die letzte Tür ist es bestimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Für die Pistole. Alter! Was ist das denn? Ich habe eine... So, zum... Okay, ich... Alter. Ein Schub... Oh, ey. Ich war eingeschlossen. Im Keller des Kellers. Was? Es war so eng und dunkel. Und ich hatte solche Angst. Ich verlor meinen wertvollen Ring, aber ich werde nie wieder dorthin zurückgehen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Ring, der gerade erwähnt wurde, vielleicht unten im Keller liegt und wir den Ring darin reinlegen müssen. Ich habe die Chance voll. Nee, das ist mir jetzt einfach auf. Okay, einmal wieder alle über. Schön alles überprüfen hier. Mach schon, tritt doch! Alter. Okay. Das ist, das war böse. Gleich mal laden. Ja, ist auch nötig. Okay. Alter, Alter. War wenigstens wirklich Munition, also. Und hätte ich das mit diesem kleinen, ja, sag mal, Handpicker-Trick jetzt nicht rausbekommen. Warte mal. Restroom, Day Room. Oh Gott, ich kann da rein.
Es sieht aus wie ein Kühlschrank. Es ist ein Kühlschrank und ja, ich will ihn öffnen. Oh Gott, es geht nicht, Gott sei Dank. Alleine. Okay, also hier nur Kühlschrank, okay, alles klar. Es wäre auch... Ich wollte gerade sagen, es wäre ganz cool, wenn man das so einmarkieren könnte, aber... Hat sich jetzt gerade erledigt. Hä, hey, der wäre noch Tür damit zeigt. Na egal. Wieder raus. Das ist gemein. Ich wollte gerade sagen, es wäre schon ziemlich cool vom Spiel, wenn man mir das einmarkieren würde, was das da, das da was Wichtiges ist, ja. Kommen die hier mit sowas an? Frechheit. So, einmal gucken, haben wir alles durch? Ja, haben wir. Glaube ich nicht, weil da beim Kühlschrank, da habe ich nichts gesehen irgendwie. So, jetzt gehe ich einmal in die erste Etage, gucken, ob da irgendwas ist. Und dann in die dritte Etage, um von der dritten ganz nach unten in den Keller zu gehen, weil ich ja den Kellerschlüssel habe. Aber erst checken wir mal die erste, weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann, ob ich da schon drin war oder nicht. Einmal auf die Karte. Und die Karte sagt uns, dass wir hier schon überall waren. Alles klar. Dann also wieder zurück. Und in die dritte Etage. Alter. Das ist der Engel, oder? An der Tür ist das Gemälde einer Frau. Bizarrerweise erscheint die Hand auf dem Gemälde in 3D und steht davor. Okay, das ist alles heftig. Aber das ist mir nicht aufgefallen, ey. Ich hab's echt nicht gemerkt. Krasser Scheiß ist das alles. Aber es scheint so, dass wir wieder so ein, also ein Kapitel, möchte ich sagen, abgeschlossen haben, weil jetzt ist ja alles anders. Es ist da auf einmal ein Speicherpunkt, wo gar kein Speicherpunkt war, wo ich jetzt übrigens noch einmal speichern werde. Bei den ersten zwei, drei Mal, wo ich gespeichert habe, fand ich dieses Geräusch, was ankündigt, dass ich jetzt speichern kann, sehr, sehr furchtbar. Mittlerweile liebe ich es. So, und jetzt ganz nach unten, wo ich gleich wieder dieses Schreien hören werde. Oh. Welche Grausamkeiten werden mich hier erwarten? Oh Gott, Fußspuren des Todes, die sind so lang und so oft und so viel und oh Gott. Hm? Ein Regal. Auf dem Regal sind rote Handabdrücke. Ja, ich will das verschieben. Okay.